Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Grundlagen-Tutorial für Steam. Im heutigen Video wollen wir uns einmal damit befassen, wie man denn ganz schnell und einfach Mods für seine Lieblingsspiele installieren kann. Ich weiß, jetzt gibt es generell mehrere Möglichkeiten, wie man Mods in Steam-Spielen installieren kann, und deswegen gibt es heute erstmal eine Variante, die anderen folgen dann in den nächsten Tagen und Wochen. Um das zu zeigen, habe ich hier mal Don't Starve gestartet. Ihr seht, ich habe hier schon so diesen Mods-Button, aber den hat ja Don't Starve ja generell immer schon, und hier ist auch schon ein Mod drin. Der ist allerdings von Klei Entertainment, das heißt dem Publisher selbst. Sonst sind hier keinerlei Mods, und da wollen wir uns mal anschauen, wie wir welche installieren. Wichtig dafür ist, dass man das Spiel immer mal kurz verlässt, denn die Mods werden dann erst reingeladen, wenn man das Spiel das nächste Mal startet. Wir gehen jetzt in Steam, und ganz wichtig dafür ist, dass wir entweder einmal in die Spielebibliothek gehen, zum Beispiel zum Spiel selbst. Da wird dann meist schon angezeigt, ob es dafür einen Workshop gibt. Das ist nämlich das Wichtige. Und wenn ihr den hier nicht seht und aber sicher seid, dass es einen gibt, dann geht ihr auf Community und Workshop. Hier könnt ihr jetzt nach den Spielen suchen, für die ihr Mods haben wollt. In diesem Fall probieren wir mal Don't Starve. Und sehen, hier gibt es schon etliche Mods. Da kann man dann jetzt natürlich Ewigkeiten durchscrollen. Ich werde jetzt einfach mal 2, 3 nehmen, um zu zeigen, wie das funktioniert, was an sich nicht schwer ist. Zum Beispiel hier Additional Equipment, klingt ganz gut, hat auch super Bewertung. Dann gibt es oft Bilder, Texte oder auch Videos dazu, wie das Ganze funktioniert. Und um diese Mods zu installieren, müsst ihr nichts anderes machen, als abonnieren zu drücken. Jetzt habe ich das abonniert, und sobald ich das Spiel das nächste Mal starte, wird das mit meinem Workshop synchronisiert, was ich abonniert habe. Und da wird mir dann, ja, vorgegeben oder gezeigt, was ich denn alles aktivieren kann. Wir nehmen jetzt noch 2, 3 andere, zum Beispiel hier The Medic, bietet mir einen weiteren Charakter, so wie es ausschaut, einfach abonnieren und dann nochmal in den Workshop für einen dritten, und zwar Additional Structures, finde ich immer ganz nett, wenn man noch ein bisschen mehr Auswahl hat. Auch das können wir abonnieren, und genauso wird man später auch die Mods wieder deinstallieren. Das zeigen wir am besten jetzt gleich. Entweder man macht es hier über deabonnieren, oder ich gehe einmal wieder in den Workshop-Bereich, scrolle dann ein bisschen runter, bis ich hier ihre Workshop-Dateien sehe. Da ist jetzt erstmal nichts drin, denn ich persönlich leite ja keinen Workshop. Gehe auf abonnierte Objekte, und wenn ich hier jetzt deabonnieren drücke, sind sie auch schon wieder deabonniert. Das geht sehr, sehr leicht. Jetzt wollen wir natürlich noch testen, dass das Ganze auch funktioniert. Wir gehen wieder in Don't Starve, und wie gesagt, das ist jetzt die ganz einfache Variante, wie ich Mods für Steam installiere. Es gibt noch ein paar andere, die laufen außerhalb von Steam, dazu kommen wir dann in den nächsten Wochen. Jetzt haben wir hier wieder den Mods-Ordner, den gab es ja schon vorher. Manche Spiele haben diesen Mods-Ordner gar nicht, da ist der Mod dann einfach aktiviert. Wir klicken nochmal rein und sehen, dass das jetzt hier synchronisiert wird. Je nachdem, wie viele Mods ihr habt, dauert das natürlich ein bisschen länger. Und nun kann ich die hier zum Beispiel einfach aktivieren. This Creature, den von Klei Entertainment, müsste ich, ja, dafür müsste ich das Spiel neu starten. Alle anderen sind jetzt direkt aktiviert. Ich drücke auf Apply, da wird normalerweise nochmal gefragt, ob das okay ist. Ja, weil man verliert da ja so ein bisschen die Garantie, könnte man so sagen. Oder es wird keine Garantie dafür übernommen, dass das Spiel jetzt irgendwie abstürzt. Wir gehen auf I understand, und nun könnte ich mit Mods spielen. Das heißt, wir können nochmal gucken, sie sind jetzt aktiviert und das Ganze funktioniert. Wie gesagt, es gibt mehrere Varianten, das war jetzt nur der leichteste, und die anderen folgen in den nächsten Wochen. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen, und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten Steam-Tutorial rein.